Testhalberweise habe ich jetzt hier meine Konstruktion mal hier vorne angebracht, um einfach mal zu testen, wie viel Mikrofarad ich brauche, damit die halt einigermaßen läuft. Also einigermaßen ist sie ja schon gelaufen, aber eigentlich so ziemlich problemfrei läuft. So, der Motor ist jetzt nicht exakt fest. Ja, man sieht. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Gibt's irgendwo hier eine Stromaufnahme? So ganz kleine Stücken, da will die nie. So, also 100 Mikrofarad reicht nicht. Hatte immer noch Zicken. Dann haben wir mal noch einen zweiten mit dran. So, probieren wir die Geschichte mal mit 200 Mikrofarad. Ich denke, da hauen wir nochmal einen dritten rein. Und ab geht's mit 300 Mikrofarad. Yeah.